Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einer neuen Folge von SpongeBob Battle for the Bikini Bottom. Ich mache ein bisschen lauter. Moment. So? So? Jetzt besser? Ja, viel besser. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so passend ist. Ach, egal, ich lasse jetzt einfach so. Gut ist. So, Gary. Keine Zeit zum Plaudern, Gary. Ich bin auf einer wichtigen Mission für mehr Jungfraumann und Blaubarschbube. Au. So. Es glänzt. Also, wir befinden uns ja in den... Öffnen ist klasse. Wir befinden uns bei Meerjungfraumann und Blaubarschbube in den Heldenhöhle, glaube ich. Ja. Ja, bei mir ist sehr dunkel, deswegen muss ich jetzt auch ein bisschen leise sprechen, weil das ist richtig, richtig spät. Scheiße. Jaut! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Komm schon und boom. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Dankeschön. Auf und ab. So, das ist schon mal... Genau, so richtig. Das ist jetzt richtig so, genau. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ich merke schon, das wird jetzt nur schwieriger. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Arsch uns lernen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Out. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Super. Wo ist das? Achso, hier. Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach... See, Nummer 1 bei der Schnitzeljagd von Bikini Bottom. 3 Jahre in Folge. Vielen Dank. Nein, verdammt! Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt wieder zu wiederholen. Das mache ich jetzt nicht. Autsch! Komm her, mein Junge. Komm her.
noch einmal. Oh. Ouch. Nein! Nochmal. Mist. Oh, jetzt wie schwer das ist. Mal wieder waschen. Endlich geschafft, ey. Endlich geschafft. 10 Versuche. Alle 9! Hör mal, Junge, unter diesem Glas befindet sich Gold. Gold, sage ich. Meine Augen werden schon feucht, wenn ich es nur ansehe. Du musst lediglich diesen riesengroßen Ball in diese Tasse befördern. Wie bringe ich den Ball denn ins Rollen, Mr. Krabs? Du musst zuerst auf dieser Rampe Blasenbowling einsetzen, um den Schalter zu treffen. Viel Glück, SpongeBob. Mein Geldbeutel zählt auf dich. Damit der Ball das Ende erreicht, musst du die Maschinenteile entlang der Strecke bewegen. Ja, ja. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ach so, das wird sehr schwer sein. Noch ein Pfund für Patrick. Ich verstehe nicht, was ich da machen soll. Naja. Naja. Hey, ich kapiere das jetzt nicht. Ach so. Wie geht das? Hä? Hä? Alle 9!
So. So viel kapiere ich nichts, aber... Was soll ich denn machen? Doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach... Okay, jetzt nochmal, okay? Ich war viel zu langsam. Nochmal. Oh, das war knapp. Autsch! Nein, ich bin vom Bock, jetzt gibt Fehler! So, ich probier's jetzt nochmal. Alle Neune! Okay, okay. Wisst ihr, wie schwer das ist? Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Nein, das dauert, das ist ja mit Zeit. 20. Versuch, ey. Gemacht, SpongeBob. Wie wäre es dann jetzt, wenn du dem alten Mr. Krabs dieses glänzende Gold gibst? Ich werde dich auch befördern. Mich befördern? Sicher. Ich werde deine Pause um ganze 10 Sekunden verlängern. Wow! Eine 20 Sekunden Pause. Soll ich es wagen? Tut mir leid, Mr. Krabs. So verlockend das auch klingt, ich kann es Ihnen nicht geben. Ich brauche alle goldenen Pfannenwender, die ich bekommen kann.
Ich verstehe, Minion. Dann ziehe ich stattdessen einfach 30 Sekunden von deiner Pause ab. Wow, dann habe ich eine 20-Minus-Sekunden-Pause. Danke, Mr. Krabs. Richtig geistig, dieser Wabe. Ich weiß nicht. Ich habe wieder die Kontrolle über das Sicherheitssystem. Hier ist die versprochene Belohnung. Du hast alle Sicherheitsüberbrückungsschalter gedrückt. Drücke jetzt den Hauptabschaltknopf. Alle Neune! Ah, für das hier. Verstehe. Ah. Das Sicherheitssystem wurde abgeschaltet und unsere Vorsorgeuntersuchung verlief bestens. Ein Hurra auf die Gerechtigkeit und ihren mehrfach großartigen Ruhm! Ja, Gerechtigkeitsjunge, du hast auch die Stromversorgung des BIG der Heldenhöhle gekappt. Das Bösewicht-Isolationsgebiet. Ist das schlecht? Riecht mehr, Jungfrau Mann, nach saurer Milch? Ja, ja, das tue ich! Oh nein, einer der Bösewichte ist wohl ausgebrochen. Wie bitte? Ein Bösewicht läuft frei herum? Wer denn? Mantarochen? Die Atomflunder? Die Drecksackblase? Nein, noch schlimmer. Dein Erzfeind, Killergarnele. Killergarnele! Habt ihr gerufen? Och, ich dachte, hier stünden Superhelden vor mir. Aber das sind offenbar nur ein paar knorrige Stücke Treibholz. Ah, Killergarnele! Ich werde dir niemals vergeben, du Irrer! Was hat er getan? Das Schlimmste überhaupt. Er hat Meerjungfrau Manns weiße Klamotten in die Waschmaschine gesteckt mit einer roten Socke. Alles, was ich hatte, war danach rosa. Rosa! Wie schrecklich. Ich fand aber, dass Rosa dir sehr gut stand. Wirklich? Sicher. Wie Albert. Wie geht? Was ist das für ein gelbes Ding? Eine Art Schimmel? Ich bin kein Schimmel, ich bin ein Schwamm. Der Unterschied liegt im Zellaufbau. Ja, im Zellaufbau! Ja, ja, danke für die Lektion, Dr. Wissenschaftler. Wir sehen uns später, Rosi. Bei den sieben Weltmeeren! Du! Ich werde erst tun, wenn du in Gefangenschaft bist. Aber zuerst verwandle ich mich aus meiner Geheimidentität in den Meerjungfrau-Mann. Du hast doch gar keine Geheimidentität, du alter Sack. Vielleicht übernimmst du Killergarnele und ich das hier. Ich werde dich rächen, Meerjungfrau Mann. Das ist jetzt schwer. Doch nichts über den Geruch von Seifenblasen. Das riecht nach... Autsch! Jetzt schwerer. Ach du großer Schinken, den hab ich verstanden. Und? Die Killergarnele. Mit dem französischen Dialekt, ey. Nenn mich auch Schwamminator. Verzeih!
Komm schon. Und? Nein, nicht schon wieder. Das ist unfair. Davon habe ich einen Eishausenreißer. Ist dies das Ende von Killer Garnele? Killer Garnele ist wieder sicher eingesperrt. Dank dir, Frankie. Ich heiße SpongeBob. Hier, das habe ich in meiner Sockenschublade gefunden. Gleich neben einem paar rosa Socken. Es ist noch ein goldener Pfannenwender. Danke, Meerjungfrau Mann. Ich werde mein Leben immer nach deinem glänzenden Vorbild führen. Gütig und freundlich. Bist du immer noch hier? Wo muss ich denn hin? Zeit zum Ich muss jetzt wieder zurückgehen, oder? Alles von wieder zurück. Naja, oder war's? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Es laufen immer noch jede Menge rum. Ja, das ist jetzt alles erledigt. Die Heldenhöhle ist erledigt. Schachmatt. Der König des kontaktlosen Sports. Ist das schon wieder der Junge, der den... Nein. Okay, mehrere Frauen und blauer Spülbär ist jetzt zu Ende. Was ist am wichtigsten? Bei der Polizei? Einmeldung! Ein Schwamm, der 5 Unterhosen trägt, ist im Anmarsch. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ach komm schon. Ja, wow. Das gibt's doch wohl nicht. Geil. Hm.
Wow, 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 wow. Habt ihr es gesehen? Das war knapp. Das war knapp. Habt ihr das gesehen? Das war knapp. Das ist der Roboter. Betrachter, stell dich auf den Metallplatte. Ja. Schatzkiste sieht ziemlich leicht. Deine Schatzkiste sieht ziemlich leicht aus, Minion. Meinst du etwa, ich hätte Kiel ja auch im Hirn? Das ist hier keine Wohltätigkeitsveranstaltung. Komm zurück, wenn du genug glänzende Objekte zum Tauschen hast. Was für ein geiziger Geizkriegen. Es glänzt. Willkommen in den dunklen Tiefen von Rockbottom, die Heimat von seltsamen Kreaturen und Souvenir-T-Shirts. SpongeBob, ich bin ja so froh, dass du hier bist, ob du es glaubst oder nicht. Ich bin auch froh, dass ich hier bin. Die Roboter haben unbezahlbare Kunstwerke aus dem Museum gestohlen. Wenn du sie mir alle zurückbringen kannst, bekommst du als Belohnung einen goldenen Pfannenwender. Was wollen sie mit den Kunstwerken? Stell lieber keine Fragen, mit deren Antworten du nicht klarkommst. Betrachten Sie die Kunstwerke als gerettet, Mrs. Puff. Du hast noch nicht alles, SpongeBob. Such weiter. Da draußen müssen noch mehr sein. Geschenke öffnen. Das ist ein Schlafenzeitroboter. SpongeBob muss in seine Nähe ganz leise schleichen, sonst wacht er auf. Oh. Kann ich ihn nicht angreifen? Diese Plattformen brechen zusammen, es sei denn, SpongeBob schleicht sich ganz vorsichtig darüber. Das ist ja noch schwieriger, Rockbottom. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ich muss sagen, Kumpelblase, für eine Blase kommst du ganz schön herum. SpongeBob, die Roboter plündern das Museum von Rockbottom. Aber sie haben die Straße dorthin zerstört. Du musst geschickt sein und dir einen anderen Weg suchen. Ich könnte diese ganzen Briefmarken anlecken und mich hinschicken. Könnte funktionieren, aber anschleichen geht vielleicht schneller. Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich zum... Ich wünschte, ich könnte, mein kleiner, eckiger Freund. Mhm.
das ist jetzt schwerer. Wo geht's hier lang? Nimm das! Naja. Kabum! Hat's für Sandy gedacht. Frisch wie eine... Auch plus Sandy. Genau meine Größe. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Dreck! Zu hübsch. Ich halt's nicht aus. Okay. Was ist dann auf der anderen Seite? Da ist nur der goldene Pfannenwender. Okay. Perfekt. Autsch. Kleiner. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ja, geht doch. Bereit für eine Runde Schwammball? Nein, oh, verdammt, arscht uns Wirren. So. Ah, da kommt nur Sandy hin. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück.
Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach sich. Es war knapp. Jetzt ist Sandy Cheeks dran. Komm, Sandy, zeig, was du noch hast. Jetzt Sandy hat mich mehr Lust zu spielen. Es geht doch nichts über Salzbord, um in Schwung zu kommen. Au! Ja! Tja, Patrick wird sich wohl darüber freuen. Naja. Autsch! Das ist aber schön. Wir müssen hin, ach so. Ey, das gibt's doch wohl nicht. Okay, schon besser. Wo ist der goldene Pfannenwender nochmal? Da war doch ein goldener Pfannenwender. Thank you.
Achso, da war doch. Nee, ich komme da nicht durch. Und ja, nichts zu sehen. Hallöchen, Blaubarschbube. Warn mich bitte, wenn dieser Schwammjunge wieder zurückkommt, okay? Hallöchen, Blaubarschbube. Warn mich bitte, wenn dieser Schwammjunge wieder zurückkommt, okay? Der Schwammjunge. Spube, gehst du hier unten Patrouille? Nein, das ist mein Nebenjob. Ich arbeite als Security. Jetzt hör zu. Wenn du die goldenen Pfannenwände erreichen willst, musst du das Sicherheitssystem des Museums abschalten. Musst du diese Hose bügeln oder ist die knitterfrei? Im Gegensatz zu dir. Pass gut auf, Junge. Hier geht es um ernste Dinge. Wenn wir diese Robotersache nicht gelöst kriegen, werden die schattigen Untiefen dicht gemacht und ich muss wieder zu meinem Sohn und seiner Frau und ihren vier schreienden Kindern ziehen. Also, du siehst doch diesen Lüftungsschacht an der anderen Seite des Museums. Jawohl! Dort kannst du das Museum verlassen. Viel Glück, Junge! Ich werde dich nicht enttäuschen, Blaubarschbube! Das ist jetzt schwer, Mann. Das ist nicht zu fassen. Es glänzt. Zeit für eine kleine Schleicherei. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Nein, das ist keine Ahnung. Das habe ich keine Ahnung. Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Worauf wartest du noch, Junge? Hinein mit dir!
Autsch! Oh, der erwischt mich sogar noch. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Man nennt mich auch Schwamminator. Ah, ich verstehe. So, hier mache ich jetzt meinen Cut. Urubatschau, bis dann, euer Jin Yakuza, tschüss.